Marbacher TV. Ich habe hier eine Dose Red Bull. Nicht irgendeine Dose Red Bull. Es ist eine alte Dose Red Bull. Sie ist, ich kann es euch zeigen, 2010 abgelaufen. Warum habe ich so eine alte Dose? Weil ich mir eingebildet habe, dass ich mal was sammeln muss. Früher waren es Überraschungseierfiguren. Da kam ich auf 600 Stück ungefähr. Dann habe ich vor 5-6 Jahren begonnen, meine Freunde zu bitten, dass sie mir eine Red Bull aus den unterschiedlichsten Ländern dieser Erde mitnehmen. Keine Ahnung warum, aber ich dachte, es wäre cool. Jetzt habe ich so 10 Dosen. Das ist jetzt doch die älteste, die ich habe. Ich habe im Internet gelesen, solange es blubbert, kann man es trinken. Wie man sieht, die Dose ist schon etwas mitgenommen, weil sie öfter vom Regal fallen und manche sind geplatzt. Ich habe sie nämlich voll aufgehoben. Deswegen dachte ich mir, ich versuche es jetzt. Trink sie aus oder schau, ob es noch geht. Wir haben Oktober 2014, das heißt, das Ding ist 4 Jahre alt. Geruchstest. Das riecht nach Red Bull, aber im Kopf geht jetzt viel vor. Ich weiß nicht, ob es normal riecht. Wer weiß, wie Red Bull normal riecht. Es blubbert noch schwach. Aber ich finde, es riecht mehr nach den berühmten Gummibärlis als für Frisches. Aber ich kann mich auch täuschen. Okay. Es schmeckt wie ein Klopf von der Fies. Und ich habe Angst, was es mit meiner Darmflora macht. Ich wollte jetzt schauen noch, bevor ich es wegleere, wie die Farben ausschauen, ob sie sich verändert hat. Hier habe ich ein Red Bull Ablaufdatum 2016. Das riecht eigentlich, waren wir ehrlich, so ein wirklich auch Gummibärli. Aber es schmeckt mir einfach besser. Aber jetzt sind wir auf die Farbe gespannt. Holy shit! Keine weiteren Kommentare, würde ich sagen. Shit! Erinnert mich irgendwie an Pinkel. Wenn man zu wenig trinkt, kommt das raus. Wenn man genug trinkt, sollte es so ausschauen. Nur zur Aufklärung. Erstens, ich werde nicht von Red Bull gesponsert. Zweitens, schaut morgen wieder rein, denn morgen habe ich noch eins aus 2011 und eins aus 2012 habe ich auch noch. Also, ich bin gespannt, ob die auch getrunken sind. Danke fürs Zuschauen und bitte nicht vergessen, abonniert meinen Kanal.